Picozink ist ein Stückverzinkungsverfahren. Wir nennen das eine binäre Legierung, also mit Zink und Aluminium, und schützt Stahl vor Korrosion. Das Ziel der Entwicklung von Mikrozink war es, einen Überzug zu entwickeln, der deutlich weniger Zinkeinsatz benötigt und der gewisse technische Eigenschaften, die besonders beim Schutz von Bauteilen aus dem Automobilbereich notwendig ist, mit sich bringt, zum Beispiel bei dynamischer Belastung. Wir haben dann gemeinsam mit dem Kunden versucht und entwickelt und haben dann am Ende diesen Überzug mit Zink und Aluminium so applizieren können, dass er die notwendigen Eigenschaften für die Bauteile entsprechend erfüllt. Und mittlerweile, muss man sagen, ist das schon eine richtige Erfolgsgeschichte. Es gibt mittlerweile über 15 Millionen Bauteile, die in Autos verbaut sind. Die Aufgabenstellung beim Stückverzinken ist ja, ein Verzinkungsbad, eine Schmelze bereitzuhalten für die Verzinkung von Bauteilen 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das heißt, das ist schon ein energieintensiver Prozess. Und die Temperatur von 450 Grad auf 420 Grad zu reduzieren, ist dort natürlich ein gewisser Schritt. Der größte Sprung bei Mikrozink entsteht eigentlich aus der Tatsache, dass wir tatsächlich eine viel dünnere Schicht haben, die dennoch entsprechend leistungsfähig ist. Da haben wir im Grunde genommen 80% Zinkersparnis. Letztendlich muss jede Innovation auch nachhaltig sein. Und Nachhaltigkeit ist nicht ohne Innovation denkbar. Und Mikrozink ist dafür ein gutes Beispiel, weil ich tatsächlich hier, ohne die Qualität des Produktes in irgendeiner Form in Frage zu stellen, im Gegenteil, ich verbessere sie in vielen Funktionen, dann dazu noch tatsächlich einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, indem ich einfach weitaus ressourceneffizienter arbeite.